Hi meine hübschen Kraxel hier, schön, dass ihr einschaltet zu einer kleinen Folge über Diablo 3 PTR. Eine kleine Zwangsaufnahme kann man fast sagen, denn ich muss gerade hier mal checken oder testen, ob ich immer noch den ekelhaften Fehler habe, dass ich hier so schwarze Bildschirme bekomme. Mir wird gerade schon wunderbar auf Facebook geholfen. Ich habe jetzt... Oh, ein Schwert. In den letzten 20, 30 Minuten bis jetzt keinen schwarzen Bildschirm mehr gehabt. Aber vorhin beim Hochfahren hatte ich kurz einen schwarzen Bildschirm. Also ich hoffe, dass es sich eventuell jetzt hier gegessen hat. Das wäre natürlich super wunderschön. Traumhaft. Aber gut, wir müssen jetzt einfach mal abwarten. Deshalb müssen wir jetzt hier eine Runde aufnehmen, weil, ja, wenn ich hier schon zocken muss, so gezwungenermaßen, ne, dann kann ich natürlich auch gleich die Aufnahmen mitlaufen lassen. Und dann gucken wir einfach mal. So, hier ist ein bisschen Gold rausgefallen. Ich bin hier übrigens noch dabei, irgendwie den Irrstein zu finden. Ich glaube, der Irrstein war der Monk-Hut, der Monk-Kopfschutz oder kurz gesagt der Monk-Helm, den ich brauche für den Bild, der mir irgendwie nicht gewährt werden sollte. Naja gut, nicht so schlimm. Ich wollte eh gleich mal umloggen, eventuell mal die Mage mal wieder anzocken, weil das ist jetzt Dauer-Bersi. Ach, Dauer-Bersi auf Mage, ja macht Sinn. Dauer-Bersi, nein, Dauer-Archon, verdammte Kacke. Dauer-Archon ist dann möglich und das wollte ich gerne mal testen. Und wo kann man besser leveln oder besser Equip sammeln als hier im Crypt? Im Kau-Level. Kaugummi-Level sozusagen. So, ich muss hier noch ein bisschen zusammenfarmen. Ich habe noch keine Rinderbadike gefunden. Ah, nochmal danke für den Hinweis. Ne? Ich dachte die ganze Zeit Rinderbarrikade. Das ist natürlich eine Rinderbadike. Ich weiß nicht mal, was Badike ist. Weil ich glaube, die Waffe an sich nennt man Badike, glaube. Haben die doch im Mittelalter mal genutzt, wenn die ganz stark irre. Ja, ich glaube schon. Irgendwie recht entsinnen. Wow, was ist denn hier los? So, was haben wir denn? Kraftstein ist aber der falsche. Ein Uroboro. Naja, gut. Warum, wie komme ich denn auf Rinderbarrikade, ey? Ich habe keine Ahnung. Weißt du, da überfliegst du wahrscheinlich irgend so ein scheiß Wort. Und dann bäm. Vor allem, ich nenne das Ding schon seit Release Rinderbarrikade. Also seitdem es das Ding gibt, ist das bei mir eine Rinderbarrikade. Naja, gut. Wieder was dazugelernt. Man lernt halt nie aus. Also, wenn jetzt hier so Facebook-Pings kommen, das ist bei mir, ich habe den Tab noch offen. Falls hier irgendwelche glorreichen Ideen kommen sollten, dann kann ich die nämlich direkt hier testen. Aber bis jetzt, muss ich sagen, hält es sich sehr wacker. Ich habe noch keine schwarzen Einbrüche gehabt. Aber das Problem ist leider Gottes, wie, okay, leider Gottes ist natürlich so eine Sache, ne? Aber ich habe jetzt einfach mal testweise den Monitor. Ich habe ja einen 144-Hertz-Monitor. Ich habe den jetzt mal auf 60 Hertz runtergedrosselt, sozusagen. Ist natürlich nicht Sinn der Sache, aber vielleicht gibt es einfach nur ein Treiberproblem. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es sich ja damit schon erledigt. Ich weiß es nicht. Ist natürlich jetzt so ein Gedanke, den ich habe. Oder eher eine Hoffnung. Denn die Hoffnung stirbt zuletzt. Nach Kraxel. So, wir müssen hier irgendwie die Mitte noch durchrushen. Genau. Eine volle Tasche ab, der Drecksack. 106.000 Gold. Ihr seht, hier sterben auch reiche Menschen. So. Nee. So, jetzt aber hier, komm. Bäm. Tatsache, ich habe hier keine Rinderbadike gefunden. Kann ich nicht mal Barrikade sagen. Oder ich habe einfach nicht alles gründlich abgesucht. Ich weiß es nicht. Da in der Mitte ist noch was, sehe ich gerade. Weil bisher, ich hatte wirklich 12 Runs gestern gemacht und alle 12 Runs hatte ich auch eine Rinderbadike gefunden. Das wäre schon sehr, sehr, sehr zufällig gewesen, wenn das nicht so gewollt ist. Weil ein paar haben geschrieben, die haben keine gefunden. Ich will das hier noch nicht befürworten, aber ich will noch nicht sagen, dass es so ist. Aber es scheint tatsächlich die Chance zu bestehen, wie man hier gerade sieht, dass man sie nicht bekommt. Die brauche ich nicht, den nehme ich mal mit. So, habe ich noch irgendwas vergessen? Da oben ist alles clear, da ist clear, da ist clear. Ich glaube, ich habe alles. Boah, die Mucke, ey, ohne Witz. Ohne Witz. Nee, um zumindest zurückzukommen. Ich habe ja auch noch das Problem, ich wollte gestern Far Cry aufnehmen. Schmeiße Far Cry an und sehe, alter Falter, der ruckelt da mit 15 bis 20 FPS, also Frames rum. Boah, ich habe es kotzen bekommen. Da willst du Far Cry aufnehmen. Denkst du, hier kommen mal 2-3 Stündchen aufnehmen, so ein bisschen mal mehr Folgen, weißt du, damit man das regelmäßig hochladen kann. Nix da, 20 Frames, ey. Für so eine Kacke nehme ich doch nie auf. Mann, da machst du dir so einen Monsterrechner hier, bastelst du, steckst da 1000 Euro rein und dann funktioniert der Scheiß nicht. Ich habe schon überlegt, einfach zu Windows 7 zurückzugehen und dann Arsch lecken, ey. Aber ja, das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein, Mann. Das regt mich gerade so ein bisschen auf, wie man vielleicht mitkriegt. So, Mantelung kann weg, Starrara kann weg, keine Ahnung, wie das Ding hieß. So, Uroboro, wow, das ist nicht schlecht, aber kacke gerollt. Also hier fehlt natürlich in dem Fall der Sockel. Müsste ich draufrollen. Es sollte ja mal der Patch kommen. Warte mal, geht das vielleicht sogar? Der Patch
kommen, dass man... Geht noch nicht, dass man mit der Gabe auch Schmuckteile... Also, dass man die Gabe auf Schmuckteile verwenden kann. Das wäre natürlich super imbar, aber geht derzeit noch nicht. Vielleicht kommt das ja noch. Oh, guck mal, ich habe zwei Würfelchen, sehe ich gerade. Warum packe ich die nicht zusammen, ich Idiot? Das weiß man nicht. Naja, gut. Pass auf. Bis jetzt ist noch alles schwarzfrei sozusagen. Und ich laufe ja auch mit 100 Frames rum, die mein Monitor gerade nicht schafft, weil er von mir gedrosselt wurde. Also bis jetzt ist es alles wirklich hier... Ich sehe keine schwarzen Sachen. Also keine schwarzen Bilder. Ich habe echt... Ich hab hier fast einen Durchblick, würde ich sagen. So, wir gehen mal ganz kurz auf den Mage. Vielleicht kriegen wir dann was Schwarzes. Müssen wir was zumachen, den bleibt offener Ding. Gut, dann kommen die Kühe nämlich auch raus. Hi, Tiki. Hi! Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier für Bild verwendet habe, um Gottes Willen. Wir gucken einfach mal T6, ob sollte ich, schaffe ich das? Komm, no risk, no fun, wir gehen da einfach mal rein. Ich muss hier gleich nochmal den Clan ein paar Leute annehmen. Gucken, hier wird wahrscheinlich jetzt eh wieder 5 Stunden ge... Oh nein, ich komme direkt rein, das ist natürlich super traumhaft schön. Was sagen wir bei den Temperaturen? Grafikkarte liegt bei 65 Grad, das ist okay. GPU Core Clock liegt bei 1341 MHz, GPU Memory Clock bei 1752. Hab eine GTX 970 von Phantom. So, meine Kerne sind gerade bei rund 60, 70 Grad, also mein 4-Kern-Prozessor. Das ist eigentlich okay. Was habe ich denn? Achso, ich habe dieses komische, alles klar. Warte mal, habe ich nicht im Lager vielleicht noch eine Rinderbadike? Ha, ihr seht, ich lerne, gut, ne? Rinderbadike, wo bist du, Frederike? Ike, Ike, Ike. Ja, ich höre schon auf. Ja. Ich habe keine mehr. Das ist natürlich traumhaft schön. Da müssen wir einen Rift machen, ganz normalen. Annehmen. Wir haben ja auch hier die 2000% Chance. Das ist ja dann nicht so schlimm. Ich kann auch ein, zwei Paragon-Punkte verteilen, wie ich gerade sehe. Habe ich denn keine auf meinen Füßen hier? Doch, 10%. Das heißt, ich muss nur 15% auf meine Füße machen. Dann gehen wir mal... Habe ich denn hier irgendeinen tollen Skill? Nee, komm. Ich glaube, wir können komplett auf Intelligenz gehen. Dann nehmen wir hier komplett Crit-Chance rein. Hier gehen wir komplett auf... Always. Ne, komm, wir machen das anders. Erstmal auf Rüstung. Leben. Always. Lebensregeneration da. Ich sehe, da habe ich ein paar Punkte vergessen. Kann ich natürlich mit verballern. So, dann haben wir hier Leben pro Treffer. Natürlich auch ganz interessant. Und dann sollte das ungefähr passen. Was haben wir denn jetzt hier an Zähigkeit? 10 Mille. Das ist okay. Geht natürlich besser, geht aber auch schlechter. Warte mal, ich muss mal ganz kurz was gucken. Ah, schon. Ha, das ist sogar das. Das Wir-Set ist das. Habe ich das nicht sogar komplett? Ein Teil. Ne, das ist Feuervogel-Set. Zwei Teile. Danke. Drei Teile. So, und wir brauchen natürlich 6. Macht Sinn. Froststrahl durchschlägt jetzt Gegner. Okay, wir lassen das erstmal so. Wir haben jetzt 3 Teile. Vielleicht kriegen wir es ja voll hier, dann kann ich das mal testen. Wäre natürlich ganz interessant. Also soll jede Menge Spaß machen und Dauer Archon ist auch sehr geil. Warte, ich gucke mal ganz kurz das Set an, wie die Bonis jetzt sind. Archon erhält den Effekt jeder Rune. Archon-Stapel erhöhen eure Angriffsgeschwindigkeit, Rüstung sowie eure Widerstände um 1%. Wenn ihr mit einer Archon-Fertigkeit trefft, erhaltet ihr ebenfalls Archon-Stapel. Okay. Archon-Stapel. Gut. Hast du mal einen Stapel Archon? So, jetzt füllen wir uns. Was muss ich denn hier machen? Ach genau. Ach, guck mal, das war das Set. Ich verstehe. I understand. Ja, jetzt ist natürlich das Problem, dass ich keinen Arkan habe. So meine Buffs reinballern hier. Jetzt kann ich hier meinen Hydra nehmen und alle anderen lustigen Sachen. So, die Klinge noch mit rein. Guck mal hier. Schwarzes Loch. Nur mit Rüfeld irgendwie drin da. Ich hab doch alle Bonis drin. Oh, doch nicht. Was geht mir denn da? Denn da geskillt, beziehungsweise für ein Bild drin. Das ist ja nicht mal ein Bild. Ich habe ja so halb... Was habe ich denn da gemacht? Jesus, war ich wieder auf Drogen? Ach, nee, gar nicht, Leute, gar nicht. Wartet mal. Ich war nicht auf Drogen. Ich glaube, das war ein Season-Char, den ich da hatte. Ich muss mal ganz kurz zurück. Ich muss mal ganz kurz das Spiel beenden. Ich bin ganz sicher, das war ein Season-Char, den ich da hatte, der komplett fertig war eigentlich soweit. Der sollte dann auch eigentlich locker T6 schaffen. Vielleicht. Ich will jetzt nichts beschwören, aber es sollte so sein, Sören. So, Held wechseln. Warte mal, ich habe den noch irgendwo im Mage, oder? Da. Kraxilini. Ja, das ist der. Der sieht so stylisch aus, wie so Aladdin aus der Wunderlampe. Ja. Das kann man so hinnehmen.
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, während Sie Paragon-Punkte ausgeben, um jeweils 10 Punkte auch zuzuteilen und so schneller voranzukommen. Weißt du Bescheid? Boah, Sani, ich habe jetzt die Story gemacht. Willst du mich verarschen? Oh, Entschuldigung, kurz eingenickt. Könnt ihr mir eigentlich mal was zu trinken gönnen hier? So, wie sieht's aus mit Temperaturen? 60 Grad und 71 Grad die Grafikkarte. Das ist eigentlich okay, wie ich finde. Also es geht natürlich schlechter, geht besser, eindeutig, aber es geht auch schlechter. So, Abenteuermodus. Qual 6. Okay, Spiel starten. Los geht's. Ah. So. Okay. Temperaturen sehen überall okay aus. Und bis jetzt auch noch kein schwarzes Flickern gehabt. Ich weiß echt nicht, woran das liegt. Also, wie gesagt, vorhin beim Hochfahren hatte ich es ganz kurz. Da habe ich Thunderbird gestartet. Genau, Thunderbird habe ich gestartet. Und auf einmal, flupp, für 2-3 Sekunden schwarzes Bild und dann war es wieder da. Also, es ist schon sehr, sehr komisch. Es ist auch nicht nur im Spiel, sondern es ist wirklich überall. Auf dem Desktop, beim Spielen, beim Browsen, beim Surfen, beim, keine Ahnung, beim Filmschauen, bei sonst was. Also, es ist überall. Das ist das Problem an der Sache. Also, ein Spiel kann ich ausschließen. Aber wie gesagt, jetzt gerade habe ich es natürlich nicht... Vorführeffekt. Ich nehme auf, Kraxel hat keinen schwarzen Bildschirm. Läuft. Das heißt, ich soll nur noch aufnehmen. Wahrscheinlich. Wo kommt ihr Kackviecher und ab? Das bin ich einmal in Ruhe hier. Das ist voll der falsche... Ist das auch ein falscher Bild, oder? Was ist denn das für ein Set hier vom Bild? Verdammte Axt, ich habe verlernt, wie man spielt. Nimm das. Was habe ich denn hier probiert? Meine Güte, ist das überhaupt der richtige Char? Warte mal, ich muss mal ganz kurz hier... Hau ab! Feuerfeder... Aukels Herrschaft, das ist voll der falsche Fritze, den ich hier habe. Mein, wo ist denn mein Char? Das kann doch nicht wahr sein. Willst du mal nicht sagen, dass ich hier 3-4 Magier habe? Es war ein Season-Char, den ich gemacht hatte. Ich war sicher, dass der das war, aber der war so kacke equipped. Kann ja nicht sein. Profil ansehen. Ich guck mal vorher rein, bevor ich jetzt hier irgendwie was Großes mache. Hier ist noch einer. Harry 70. Ja, sicher, da ist er doch. Mann, den suche ich doch die ganze Zeit. So. Held auswählen. Du bist mein Held. Jetzt gehen wir mal auf Qual 6 nochmal. Zack, zack. Und dann sollten wir hier hoffentlich auch ein bisschen Gameplay erleben. Mann. Ich kann übrigens noch gucken. Ich habe mir noch in meiner bösen Tasche, in der Season-Tasche, vielleicht eine Rinderbadike. Können wir gleich mal reingucken. So, komm schon. Oder kommen Windows 10 einfach nicht mit 144 Hertz Monitore klar? Das könnte auch sein. So, jetzt fehlt mir noch ein Händchen hier. Ich weiß nicht warum. Warum habe ich hier kein Händchen? Na ja, gut, guck mal, wir gucken mal ganz kurz. Vielleicht haben wir hier noch ein Händchen. Was brauche ich denn überhaupt für ein Händchen? Ich habe Tower Rusher Set komplett. Da fehlen mir jetzt nur ein paar Steinchen. Ich habe das Ding komplett. Das ist gut. Ich habe die Hydra. Das heißt, ich könnte eigentlich Tasca und Theo reinballern. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Das habe ich bestimmt hier irgendwo liegen. Ich kenne doch meinen Saustall. Upsa. Aus Versehen meinen Popschutz gegen den, gegen das Mikro gehauen. Gegen den Mikro, ja. Hier ist ein Höllenfeuer-Amulett. Okay. Lass mal. Warte mal, Tower Rusher habe ich komplett. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, wir können mit dem Cube natürlich dann noch ein bisschen was Interessantes gestalten. Vorausgesetzt, ich finde die blöden Handschuhe. Die Gabe nehmen wir auf jeden Fall mit. Ein Ring nehmen wir auch mal mit. Kann doch gar nicht wahr sein, ey. Himmelarsch und Zwirn. Stiefel, Stiefel, Streitkolben, 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 Teguk, Trank, Triumvirat, Schlange. Boah, so viel Müll mittlerweile, ne? Ich bin so ein richtiger Messi hier. Ein verdammter Messi bin ich. Ja, ich stehe dazu. Aber kein Tasca und Theo kann doch gar nicht wahr sein. Hier fehlt so ein Filter, so ein Suchfilter. Weißt du? So, Armschienen, ich brauche Handschuhe, verdammt. Beinschutz, das Ding aus der Tiefe. Ah, man hat mich schon Schlimmeres genannt. Die Krone des Primus, ruhige Hand, Dolch, Donnerzorn, Edelstein, 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 Portal, Handschuhe. So, das sind die falschen. Verdammter Scheiße. In Guillaume habe ich auch schon 50.000 Mal. Infernale Maschine brauche ich nicht. Juwel, Johanns. Johanns Juwel.
Ah ja, das fand der Kraxel wieder witzig. Ja, Ohrenkette, Quetzerkottel, hier die Gabe habe ich gesagt, brauche ich, will ich, nehme ich. Ja, der ist toll, ist nicht da. Ich kann doch nicht weg sein. Da habe ich die wahrscheinlich wieder auf einen anderen Char genommen, ne? Ich kenne noch. Ach, Mann. Habe ich nicht irgendwie noch einen Tasker und Theo rumliegen? Ach komm, einfach die Magierfaust und fertig. Wäre nichts zu verlieren. Nee, ich hab tatsächlich auch nichts anderes rumliegen, also. Müssen wir mitleben. So, pass auf, wir machen nochmal ein Portal auf, Qual 6. Temperaturen übrigens noch vollkommen in Ordnung. Mein Prozessor verbraucht gerade 53 Watt, 55,6. Er schwankt. Und hat eine Betriebstemperatur von 61 bis 64 Grad. So, hätten wir das auch geklärt. Ich hau mir kurz die Buffs rein. Hier. Ah, yo, jetzt kommt das auch mit den ganzen anderen Dingern hier. Zauberschön. Ja, das ist so ein Bild nach meinem Geschmack. Ah. Meteoritenschauer, wir haben die Power. Schwebeschall. Ich könnte eigentlich gleich meinen Cube nutzen. Ich kann mir live in der Folge mal ein bisschen was reißen. Warte mal, wir testen hier gleich mal ein bisschen was. Legendary! Oh mein Gott! Kacke Legendary. Warte mal, wir gehen mal zurück. Weil ich habe jetzt hier Fokus und Zurückhaltung. Das ist eigentlich total Schwachsinn bei dem Bild. Warum mache ich denn das drinne? Weiß man nicht. Ist ja auch egal. Pass auf, ich muss mal ganz kurz hier zurück. Wo habe ich den ganzen Metz? Hier sind sie. Dann gehen wir kurz zum Cube. Ja, der ist da. Dann hauen wir was rein. Weiß ich noch nicht was. Aber wir können jetzt... Ach, warte mal, warte mal. Boah, wie geil. Eure Kernzauber erhöhen den Schaden von Arkane Kugel 6 Sekunden lang. Habe ich eine Arkane Kugel drin? Ne, nee, habe ich gar nicht. Aber ich hatte gerade so eine geile Idee. Scheiße. Okay. Jetzt muss ich nachdenken. Gib mir Zeit. Prunkring. Mann, Prunkring will ich da einmal reinhauen. Oder habe ich den nicht sogar? Ja, warte mal. Ja, sauber. So, eine Waffe. Was könnten wir denn für eine Waffe nutzen? Ich habe jetzt hier Funkenstab der Schlange drin. Ne? Könnten jetzt hier aber natürlich auch... Von Zeit verlangsamen habe ich nicht drin. Ätherwandler habe ich nicht drin. Ach so, Ätherwandler ist für Teleportation. Abklingzeit von Zeit verlangsamen brauche ich nicht. Wir könnten jetzt hier irgendwas Tolles reinmachen, aber ich weiß nicht was. Am besten Cooldown Reduction. Also, warte mal. Nee, ach, hier haben wir ja das Ding drin. Hier könnte ich jetzt eine andere Quelle reinnehmen. Ah, Mann, warte mal. Ich guck mal ganz kurz. Wo ist denn der ganze Müll hier? Zauberstab von wo? Nach dem Wirken von Experiment 3 wird es explodieren. Okay, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Kann man später vielleicht nochmal was antesten. Da habe ich eine nette Idee. So, Triumvirat hatten wir gerade schon. Kernzauber habe ich. Ist das ein Kernzauber? Doch, das ist ein Kernzauber. Eure Kernzauber erhöhen den Schaden von Arkane. Achso, ich habe keine Arkane-Kugel. Daran hat es gerade gehapert. Ja, gut. Stiefel Sternfeuer. Hat nichts Besonderes. Ist Crap. Splitter des Hasses. Sonnenhüter. Was ist das? Verdoppelt die Anzahl der Ziele zu den Stromschlag. Ich habe hier jetzt Schockimpuls, okay. Dann haben wir Ring des Kleinen und des Großen Mannes, Quetzerkottel, Orpheus Wink, Ohrenkette, Hasskugel. Stromschlag kann auf Gegner übernehmen, okay, brauche ich nicht. Mondlichtschutz, Maximus, Licht der Gnade, Froststrahl durchschlägt jetzt Gegner, okay. Wir könnten natürlich jetzt Leorix Krone mit reinnehmen. Ich hole ihn mir ganz kurz raus. Für die Cooldown Reduction, weil die ist natürlich auch super für die Meteoriten, die vom Himmel fallen. Das harmoniert da ebenfalls mit. Und Ingeom als Waffe? Boah, das. Ach nee, doch, das können wir tatsächlich machen. Das ist gar nicht mal so doof, die Idee. Wobei, ja, das. Ja, unsere Fertigkeiten. Ich glaube, das. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob das als Fertigkeit gilt. Die Meteoriten vom Set. Vielleicht wisst ihr das. Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben. So, hier haben wir noch Krone des Primus, verlangsamen. Der Schadensbonus durch Gegner, die in Archon von Gutur. Okay, das für Archon-Set ganz nett. Können wir natürlich mal auf behalten. Jutört Gegner, mache ich auch so. Der Oculus-Ring, Oculus. Ach so, der Oculus. Einmal nur der Oculus. Okay. Der Magistrat. Frosthydra. Nee. Aschemantel, wir können natürlich einen Aschemantel mit reinhauen. Komm, das machen wir mal. Ja, der Rest ist natürlich so, ja. Kann man machen, muss man aber nicht. Nein, bist du bescheuert? Lass den Scheiß da drin. So. Pass auf. Ja, und das hier noch einmal mit rein. So, jetzt habe ich auch mein Glas Milch mit drin. Junge, das ist zu viel, oder? Ja, ich wollte schon sagen. Passt ja sonst nicht.
So. Dann können wir auf jeden Fall die Krone einmal transmoggen. Zack. Was? Habe ich schon? Tatsache. Nehmen wir die mit rein, Mensch. Muss ich hier nur den Stein ändern. Aber das ist nicht das Problem. So, wir können das natürlich jetzt mal einfach testen mit der Waffe. Vielleicht klappt das ja. Natürlich jetzt nicht gerade die beste nehmen, aber beides geschickt. Komm, nehmen wir die einfach. Zack. What? Komm. Geh mal her. Halt die Klappe, dich fragt keiner. So, in Geom. Hier haben wir gesagt, wir nehmen den Prunkring rein, weil wir natürlich eine andere Quelle reinnehmen könnten. Ach, welche Quelle war das denn, die da so relativ gut war? Ja, keine Kugel habe ich nicht drin. Ich habe hier Energiewirbel drin. Wegen Zusammenziehen. Ich könnte natürlich hier auch die Arkane Kugel reinballern. Wollen wir es mal probieren? Wollen wir es riskieren? Komm, riskieren wir es. So, wir haben jetzt den 6er Boni trotzdem, weil wir hier den Prunkring drin haben. Dann könnten wir nämlich hier... Achso, können wir. Doch, können wir. Genau. Die reinnehmen. Magisches Geschoss kann ich jetzt rerollen in der Sache. Brauche ich jetzt hier nicht. Da könnten wir in dem Fall einfach mal gucken, was wir Nettes drauf haben. Leben brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Erhöht den Schaden gegen Elite-Gegner. Abklickzeitreduktion könnten wir mit reinnehmen. Oder einfach ein paar Zauber verstärken. Wie zum Beispiel unser Main-Attack-Zauber ist, glaube ich, ja, natürlich ganz, ganz wichtig. Der Meteor. Dann das Set beruht auf die Meteoriten. Die sollten wir uns natürlich dann auch zunutze machen. Oder man macht einfach auch Arkane Kugel. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ah, da war mein Tor. Verdammt. Nee. Meine Finger sind immer zu schnell hier. Und übrigens noch kein schwarzes Bild gehabt. Schön. Arkankraft, freue ich, Mann. Da, Meteorit. Da, okay, nehmen wir das jetzt einfach mal rein. Hier haben auch Meteor. Boah, 5. Alter, ich bin bei 6 Millionen. Ist das dein Ernst? 10% und erst 6 Millionen. Andersrum. Erst 10% und ich bin bei 6 Millionen. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Immer schön weiter, Mensch. Wir haben doch nichts. 11%, yay, 1% besser. Das läuft hier. Wie am Schnürchen. So, hier ist die Hydra drauf. Okay, das ist natürlich nicht schlecht, aber ich glaube, da gibt es mittlerweile bessere. Aber der ist auch nicht aktuell, der Bild. Das muss man einfach mal so sagen. Das ist ja so ein Bild, den habe ich gespielt, wo der Cube noch nicht aktiv war, also auf dem Live-Server derzeit. Aber da gibt es natürlich schon bessere Sachen. So, ich muss mal ganz kurz, boah, ich habe Schluck auf, Entschuldigung. Ja, updaten. Scheiße, habe ich den Plan nicht? Warum nicht? Ist der, hä? Hä? Ah, jetzt, ich wollte schon sagen, ey. So, machen wir mal. Das sind voll die Falschen. Was mache ich denn für eine Scheiße? Mann. Ich brauche natürlich diese hier. Verdammte Axt. Komm, ich brauche 100. Nein, 100. So. Zack, 34. Meisterhafte Meisterstücke. Und 12. Fertig. So, und hier können wir direkt entsockeln. Zack. Kommt hier einmal überall das Ding rein. Zack. Zack. Und zack. Was habe ich denn hier drin? Juwel des wirksamen Giftes. Stufe 6. Ach Gott, ich habe da Müll drin. Naja gut, lassen wir einfach mal. Ist ja jetzt auch egal. So, ich brauche natürlich noch einen Diamanten. Denn das ist ganz wichtig. Da habe ich jetzt gerade keinen parat. Den muss ich mir mal schnell hochcraften. Aber auch das ist nicht das Problem. Daran soll es nicht scheitern. So, den hauen wir einmal in den Kopf rein. Haben wir ein bisschen, oh, ein bisschen viel verloren an Vitalität. Aber gut, wir können das wahrscheinlich gleich über ein paar Punkte wieder reinholen. Das soll nicht das Problem sein. So, warte mal. Das kommt hier erstmal wieder rein. Ich muss mal kurz das Loch stopfen. So. So, jetzt habe ich das hier schön in einer Linie. Das kommt da rein. Zauberschön. Okay, dann sollte das eigentlich soweit passen. So, ein paar Punkte muss ich natürlich nochmal ganz schnell rausholen. Habe ich denn nichts auf der Beine hier? Ne, habe ich tatsächlich nicht. Okay, lassen wir so. Rest hole ich mir hier rüber und dann auf... Boah, ich werde echt wieder Vitalität erstmal nehmen. Schaden mache ich wahrscheinlich genug. Hier braucht man natürlich ganz wichtig Abklingzeitreduktion. Angriffsgeschwindigkeit eher weniger. Gut, für die Hydra nicht schlecht, aber ansonsten gehen wir jetzt mal hier abwechselnd auf Crit Schaden, Crit Damage. So.
Hier nehmen wir jetzt einfach mal rein. Rüstung, Leben, Allres und Lebensregeneration. Das sollte eigentlich schon ein bisschen was bringen. So, Leben pro Treffer und das. Zack. Schon sind wir bei 511.000. Das ist okay, das ist im Rahmen. Damit kann man, denke ich, zumindest... Oh, ich muss mich umskillen. Noch arbeiten. So, warte mal. Wir skillen mal ganz kurz um. Arkane Kugel. Ich glaube, was war denn das? Boah, fuck. Jetzt muss ich gucken. Haben die die debufft? Erhöht die Geschwindigkeit der Kugel. Phosphäre, Funke, Arkane, Orbit. Erzeugt vier Arkane Kugeln, die euch umkreisen, Gegner. Nee, das will ich nicht. Wir öffnen, können sie hier. Okay. Ach komm, hier einfach die versengende Kugel und fertig hier. Energiewirbel. Energiewirbel. Energiewirbel? Arkane Kugel. Naja, gut. Das ist total überflüssig, das Item hier. Sehe ich gerade mal so. Aber ist egal. Wir lassen das jetzt einmal drin. Das muss so. Wer was anderes sagt, liegt falsch. So. Gucken wir mal, wie das hier durchschlägt. Ich weiß es nicht. Aber das könnte natürlich hier nett harmonieren. Bei Elite-Gegner interessiert mich das gerade mal ein bisschen. Aber ich habe hier gerade keinen in der Hand. Ein Damager, ja, 150 Mille normal. Also Normalschaden ohne Metroid. Mich interessiert jetzt hier in erster Linie mal der Metroiden-Damage. Also da brauchen wir natürlich jetzt hier erstmal ein Vieh, was ein bisschen was aushält. Weil gerade putzen wir so alles weg. Das ist natürlich nie Sinn der Sache. Also eigentlich schon, aber ich will natürlich auch ein bisschen was testen. Die fliegen ja um, wie die fliegen. Meine Güte. Was hat unser Begleiter überhaupt an? Die alte... Ach, nix, okay. Nackige Pussy. Ja. Hier ist ein bisschen Frost. Zieh dir was Warmes an, es wird frostig. So, was haben wir hier noch Schickes? Ey, wo sind denn die Elite-Gegner? Willst du mich verarschen? Jetzt macht übrigens auch Fokus und Zurückhaltung wieder Sinn. Ach, der hat vorher auch Sinn gemacht, nur durch Energiewirbel, klar. Hat vorher auch Sinn gemacht, ignoriert meine Aussage. Macht immer Sinn, verdammt. Und darum geht's. Elite, Elite, Elite. Das ist eine Elite. Ich werde dich töten. Im Sekundentakt gehst du jetzt flöten. Was haben wir denn hier wieder alles? Ein Trank. Sie zu knechten. Ach nee, das war der falsche Film. Ja. Okay, also ich habe tatsächlich keinen schwarzen Bildschirm bis jetzt. Das ist phänomenal. Ich nehme gefühlt eine... weiß gar nicht, wie lange nehme ich überhaupt auf? Seit 16.40 Uhr, jetzt haben wir es 17.08 Uhr. Das heißt fast eine halbe Stunde. Das ist ja eine XXL-Folge. Das muss reichen für die nächsten 3 Wochen, Leute. Mehr gibt's nicht. Nee, aber ich werde jetzt nochmal Far Cry antesten und nochmal die Stats im Auge behalten, weil jetzt bei Diablo kein Problem. Alles chillig. Jetzt checke ich nochmal Far Cry, denn da waren die Frames im Keller. Ich weiß nicht, ob vielleicht, was ich mir überlegt habe, vielleicht hat da Windows 10 irgendwie was mit zu tun, dass die da vielleicht neue Funktionen freistellen, die natürlich die Grafikkarte dann ein bisschen mehr abverlangt. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht wisst ihr es. Also schreibt einfach mal in den Kommentaren. Und ja, ich muss mich von euch trennen. Verdammt Axt. Wir sehen uns dann im nächsten Video. In 5 Monaten. Alles Gute zum Geburtstag. Frohe Weihnachten. Ciao.